Meine Meinung, meine Welt heute mit dem Kolumnisten Hans-Ulrich Jörges. Schön, dass du hier bist. Ja, dein Gewinner des Tages, der kommt heute aus den USA, denn die Republikaner, die holen plötzlich wieder auf. Ja, Donald Trump hat offenbar den Meinungstrend in den USA gedreht. Er führt wieder in 6 von 7 Swing States, also die Staaten, wo das Wahlergebnis überhaupt über Sieg oder Niederlage entscheidet. Da führt er jetzt, wenn auch ganz knapp, vor Kamala Harris. Das war vorher umgekehrt. Wenn das so weitergeht, sind ja nur noch 3 Wochen bis zur Wahl. Das geht ja jetzt wie im Fluge. Genau 3 Wochen. Ja, dann ist es passiert. Und ich habe den Eindruck, die amerikanischen Wähler haben, viele von denen haben verstanden, Kamala Harris kann zwar wunderbar lachen, aber sonst kann sie nichts. Also wir haben ja bisher nichts von ihr gesehen, weder ein Programm, noch hat sie bei dem Hurricane, den wir gerade erlebt haben, irgendwie mitgeholfen, das Ganze zu beherrschen. Man hat ihr auch nicht zugetraut, das zu übernehmen und den Präsidenten Biden nach Europa fliegen zu lassen, wo er Herrn Zelensky treffen wollte. Mein Verdacht ist inzwischen, Biden wollte Zelensky gar nicht sehen, weil Zelensky wollte ja was von ihm zusagen, Geld, Waffen. Und das wollte er nicht geben, weil das wäre eine Vorlage für Trump gewesen. Also alles zeugt von der Schwäche von Kamala Harris. Jetzt jedenfalls sieht es so aus, als sei Donald Trump oben. Wir bleiben beim Thema Waffen, Waffenlieferungen. Allerdings geht es um Waffenlieferungen an ein anderes Land. Und das betrifft auch deine Verlierer des Tages. Die kommen nämlich von den Grünen. Ja, das sind, um es mal platt zu sagen, die beiden grünen Häuptlinge im Kabinett. Robert Habeck und Annalena Baerbock, wie es aussieht, sage ich etwas vorsichtig, das wird ja noch genauer untersucht werden. Wie es aussieht, haben sie Waffenlieferungen an Israel aufgehalten, über Monate hinweg. Dazu sprechen auch die Zahlen für. An die Ukraine hat Deutschland im bisherigen Jahresverlauf für 11 Milliarden Waffen geliefert, an Israel für 32.000. Unter anderem wollte Israel Ersatzteile für den Iron Dome haben. Das ist nun keine Angriffswaffe, sondern ein reines Verteidigungssystem. Funktioniert hervorragend, um die Städte vor anfliegenden Raketen und Drohnen zu schützen. Für Israel lebenswichtig. Wenn das so war, wenn auch das aufgehalten worden ist, ist es eine moralische Bankrotterklärung der Grünen erster Güte. Und dann ist auch der Satz, die Sicherheit Israels sei deutsche Staatsräson, zur hohlen Floskel verkommen. Dann will ich die auch von sonst anderem niemand mehr hören. Denn dann sieht man, wie die gebraucht wird. Mal so, dann das Handeln ist entscheidend, nicht die Sätze. Und ich habe ohnehin den Eindruck, nach allem, was ich so höre aus dieser Koalition, gibt ja ein paar in der FDP, die sich in diesem Punkt wahnsinnig über die Grünen aufregen, weil das gar nicht geht. Der Meinung bin ich auch. Das geht überhaupt nicht. Der Vorschlag, dass man Waffenlieferungen an Israel so behandeln müsste wie Waffenlieferungen an andere NATO-Staaten, ist mir sehr sympathisch, dass man nicht immer drauf guckt und prüft und Zeit verrinnen lässt. Da geht es ja manchmal um die pure Existenz. Die Dinge, die ich aus der Koalition höre, deuten mir eher darauf hin, dass diese Koalition sich jetzt rasant dem Ende nähert. Und da trägt dieses Exempel Israel einen wesentlichen Teil zu bei. Kann sein, dass das nicht mehr nur eine Frage von Monaten, sondern sogar nur von Wochen ist. Wir können das fast täglich, glaube ich, jetzt weiter verfolgen. Wir sind gespannt. Kommen wir zu deiner Nachricht des Tages. Die beschäftigt sich heute mit E-Autos. Und der Verbrenner ist offenbar doch noch nicht so tot, wie viele schon geglaubt haben. Ja, nicht nur das. Der E-Auto-Trend in Deutschland ist jetzt richtig gebrochen. Also in diesem Jahr haben 34% der Menschen, ein Drittel, die ein E-Auto hatten, wieder ein Verbrennerauto gekauft. Sind also zurückgekehrt. Warum sind die zurückgekehrt? Weil sich nichts mehr tut. Wer sich hier in Berlin umschaut, sieht nirgendwo, dass an Ladestationen gearbeitet wird und dass die vorhandenen überhaupt funktionieren. Ich habe das mal ausprobiert. Das ist ein einziges Trauerspiel. In Berlin ist ja alles ein Trauerspiel. Also das funktioniert nicht. Und der Wiederverkaufswert von E-Autos ist sehr schlecht. Das haben wahrscheinlich auch viele gemerkt. Die E-Autos selber funktionieren. Ich habe immer wieder welche gefahren. Die funktionieren nach meinem Eindruck sehr gut. Ich habe die gerne gefahren. Aber alles, was das umgibt, sind teuer, Infrastruktur schlecht, schlechter Wiederverkaufswert, führt die Leute zurück zum Verbrenner. Die glauben auch offenbar nicht mehr, dass der Verbrenner erledigt ist, weil es wird darüber diskutiert, dass das 2035 Auslaufgebot nicht halten wird und dass man dann weiterhin Verbrenner fahren kann. Mir ist das recht, aber in Deutschland gibt es halt nichts mehr offensichtlich, das klar nach vorne weist.
Und wir blicken auf den Aufreger des Tages, dass in der Krankenkasse ein gewaltiges Finanzloch klafft. Das wussten wir alle, aber wie groß ist dieses Loch? Das größte, das es jemals gab, 46 Milliarden im nächsten Jahr. Wie stopft man das? Das heißt höhere Beiträge und das heißt mehr Steuergeld an die Krankenkassen überweisen. Das wiederum heißt, dass alles, was jetzt so versprochen wird vor den näherrückenden Bundestagswahlen an Steuererleichterungen, ist alles Makulatur. Das wird auf der einen Seite möglicherweise dann ausgegeben an die Leute und auf der anderen Seite wieder einkassiert von den Krankenkassen und den anderen Sozialversicherungsträgern. Es gibt nichts zu verschenken. Deutschland ist schlecht drauf. Und wenn die Wirtschaftslage schlecht ist, funktionieren auch die Sozialversicherungssysteme schlecht. Das ist immer die gleiche Geschichte. Schauen wir noch mal ins Ausland. Und übrigens, die Drohnen, die spielen im Ukraine-Krieg offenbar eine immer wichtigere Rolle. Sensationelle Zahl. Die Ukraine hat 1 Million Drohnen gebaut in diesem Jahr. 1 Million, die Ukraine alleine. Die haben wahrscheinlich auch noch eine Menge gekauft, dazu gekauft. Und die haben große Nöte. Ihnen fehlen Soldaten, ihnen fehlen Waffen, ihnen fehlen Munition. Aber die Drohnen funktionieren noch. Und alles, was sie in Russland angreifen, sie dürfen ja westliche Waffen nicht dafür verwenden, alles, was sie an Russland angreifen, Raffinerien, Flugplätze, Städte inzwischen auch, passiert mit Drohnen. Also das ist wirklich so eine Art von Lebensversicherung für die Ukrainer. Hans-Ulrich Jörges, ganz herzlichen Dank für den Besuch. Ich danke auch.